Hallo Community und moin moin Freunde der gepflegten elektronischen Unterhaltung oder sollte ich besser sagen der gepflegten Halloween-Unterhaltung. Ihr hört richtig, in Dying Light 2 ist ein neues Event gestartet. Das nutze ich natürlich aus, Livestream-Ankündigungen. Heute ab 20.15 Uhr bin ich im Livestream und zocke All Halloween's Eve, Abend vor Allerheiligen. Im Video aber erstmal jetzt eine Zusammenfassung, alles Wichtige, was wir aktuell schon vom Event wissen. Gestartet heute am 25.10. läuft es bis zum 4.11. Es gibt wieder die typischen Belohnungen, Aufgaben für die Community, aber auch Einzelaufgaben. Dazu müsst ihr auf der Seite von Techland GG registriert sein, um auch später die Belohnungen abgreifen zu können. Wenn ihr das Spiel neu startet, werdet ihr mit diesem Textfenster begrüßt. Ihr sollt Baka, den Pechvogel, finden. Den findet ihr in Old Villador, zeige ich direkt hier kurz eingeblendet. Es gibt die Leckereien, das ist ein neues Bauteil, das findet ihr unter Fertigungen. Baka ist übrigens wie ein Chapter Agent, er hat also Belohnungen und Aufgaben, die ihr dort abgreifen könnt. Und wie immer haben wir drei Ziele. Wir haben das Teilnahmeziel, sammelt eine Leckerei, damit haben wir eine Belohnung, ein Tränkepaket, komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Wir haben ein persönliches Ziel mit 6000 Leckereien, eine Kürbismaske. Zu Masken werde ich kein Wort hier verlieren. Und das globale Ziel von Techland sind diesmal 150 Millionen Leckereien zu sammeln. Als Belohnung sollen wir ein Sterbegelächter-Talisman bekommen. Wie gesagt, aktiviert ihr die Aufgaben genauso, wie ihr es bei den Chaptern kennt. Ihr habt die täglichen Kopfgelder sowie die wöchentlichen Kopfgelder mit Aufgaben, wie zum Beispiel jetzt wöchentlich 5 Kürbistyrannen zu töten. Kommen wir mal auf die Belohnungen, die der Händler hier hat, zu sprechen. Ihr seht oben schon, dass es die Waffen und Ausrüstung geben und unten ganz interessant, süßes oder saures Pakete. Davon gibt es 5 verschiedene. Dazu gibt es aber interessante Informationen auf der Techland GG Seite. Wenn ihr da so langsam mal runterscrollt, dann kommt wieder das Übliche. Ihr kennt das schon aus anderen Events, die Teilnahmeziele, die Sachen und das Claimen, das Abgreifen der Belohnungen. Ihr seht dann auch noch den neuen Gegnertypen, seht ihr aber auch gleich nochmal im Live-Gameplay, wie denn die neuen Schattenjäger-Tyrannen mit der Kürbismaske aussehen. Interessant ist aber hier unten Trick and Treat Potions, denn hier gibt es ein paar Angaben zu den einzelnen Sprays und was die wohl können, grob geschätzt. Nummer 1, Trick and Treat, no rose-colored glasses to be found, übersetzt, frei übersetzt, es gibt keine rosaroten Brillen mehr oder sie können nicht mehr gefunden werden. Beim zweiten Spray, a zipline faster than ever, frei übersetzt, so schnell wie noch nie zuvor über die Ziplines rasen zu können. Beim dritten übersetze ich auch frei, get high on your own supply, werde high auf deinen eigenen Ausrüstungsgegenständen. Ich gehe davon aus, dass wir hier einen Push bei Ausdauer oder anderen Sprays erwarten können. Wir werden es auf jeden Fall ausprobieren. Dann bei 4 wieder ein etwas unklarer Ausdruck. Where is my mind? Wo ist mein Gedächtnis? Verlieren wir alles? Und last but not least, zoom, zoom, zoom. Das kann nur eins sein, eine Andeutung auf Big Bang Theory, auf Sheldon Cooper. Ich glaube, wir werden verdammt schnell auf der Map werden. Aber kommen wir zum Schluss und zur Krönung der ganzen Geschichte. Dying Love, claim a new bundle. Hier steht, kriegt dieses Bundle in den digitalen Händlern für eine begrenzte Zeit frei. Kostenlos. Angeblich zwischen November dem 3. bis November dem 10. Es läuft schon ein Timer. Wir sehen eine Maske, wir sehen eine Ausrüstung, wir sehen einen Videoclip. Damit lasse ich ausblenden. Ich verweise nochmal auf den Livestream heute Abend. Ab 20.15 Uhr bin ich live dabei. Wir gehen nochmal alles durch, schauen, wie wir effektiv so schnell wie möglich dieses Event abschließen können, um alle Belohnungen einsacken zu können. Persönlich glaube ich, das wird nicht so schwierig, denn wir kriegen mehr als 1-2 Leckereien aus jedem schon normalen Zombie. Dementsprechend auch die 6000 Leckereien, die ihr für euer persönliches Ziel braucht, sind jetzt nicht 6000 Kills. Ich rechne ähnlich wie beim alten Event mit etwa 1000 Kills, die wir brauchen, um dieses persönliche Ergebnis zu erzielen. Das war's. Schnell, kurz und knapp, Event angekündigt. Schaltet heute Abend ein, wenn ihr Zeit und Lust habt. Alles Liebe, alles Gute, ich bin fertig, euer Smarty. Man hört und sieht sich. Bis bald. Tschüss. Thank you.